26. November 2016 zu Gast in der Hacker-Pschorr-Arena Bad Tölz aus der Nachbarschaft der EC Peiting. Momentan auf Platz 5, die Löwen auf Platz 3 der Oberliga Süd. Nominell steht bei Peiting exakt die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr auf dem Platz und auch die Leistung scheint nach schwerem Saisonstart wieder da zu sein. Letztes Wochenende hatte man sowohl Selb als auch Landshut an den Rand einer Niederlage gespielt und dann doch knapp verloren. Wir schauen uns die erste Minute des Spiels ungeschnitten an. Josef Frank von der blauen Linie, der Puck wird abgefälscht und findet seinen Weg ins Peitinger Tor. Die Eröffnung eines fantastischen Drittels der Löwen, die ihren Gegner beeindruckend beherrschen. Michael Endras trifft in der 13. Minute zum längst fälligen 2:0. Hier noch eine Chance von Peiting, aber es hätte nach diesem Drittel auch gut und gerne 4:1 oder auch 4:0 stehen können. Ja, müssen. Peiting hat jetzt mehr Anteil am Spiel und kommt zu Chancen. Christian Kolaschny nutzt seine und erhöht in der 27. Minute von der blauen Linie aus auf 3:0. Der Kaas ist bissen oder zu Deutsch, der Käse ist gegessen, die Wiesen ist gmaht. Weit gefehlt. 35. Minute, Florian Stauder ohne Probleme 1:3. Letztes Drittel. Die Löwen starten letzte Versuche. Und der Rest ist Ergebnisverwalten. Dominik Krabat verkürzt auf 2:3. Und Markus Janka hält, was man halten kann. Die Löwen retten ein mageres 3:2 über die Zeit. Was soll's? Das interessiert übermorgen schon niemand mehr. Der Sieg zählt, zumal am Sonntag dann auch noch Deggendorf auswärts mit 3:2 bezwungen wird. Unter dem Strich ein erfolgreiches 6-Punkte-Wochenende.